Die Straßenfegermeldung in Bremen vor 36 Jahren. Werder stößt, zum gleichen Zeitpunkt wie Hertha heute, auf einen neuen Trainer an. Mit einem klaren Auftrag. Trotz der Situation, die sich als schwierig erweist, müssen wir eben versuchen, doch die Bundesliga zu erhalten. Werder steht damals, wie aktuell der Hauptstadtclub, unmittelbar vor den direkten Abstiegsplätzen. Die Spieler bieten auf dem Rasen ein Bild des Grauens. Das wissen sie heute noch ganz genau. Wir waren damals eine Mannschaft, die regelmäßig gegen den Abstieg gespielt haben. Und da brauchst du natürlich Hilfestellungen. Immer wieder von einem Trainer, der impulsiv ist, der weiß, wo er den Hebel ansetzt. Ottos Premiere geht komplett daneben. Werder verliert 0:2 auswärts. Noch eine Parallele zu heute. Aber ähnlich wie jetzt bleibt Otto gelassen. Wir geben uns natürlich noch nicht geschlagen, auf keinen Fall. Die Wende gelingt im ersten Heimspiel. Ottos Teamappelle fruchten. So hat er mit Leuten gesprochen, emotional. Er hat immer versucht, auch auf deine Stärken einzugehen und alles herauszuholen, was eben an Möglichkeiten da war. In den verbleibenden 11 Spielen werden die Grün-Weißen immer besser. Denn die Bremer haben ja einen 12. Mann. Nicht angreifen! Die Spieler hatten immer nicht so Angst vor Werder, aber vor Otto. Wenn Otto auf der Linie stand, das hatte irgendwie Eindruck, auch auf den Gegner gemacht. Allein durch seine Präsenz. Werder rettet sich am vorletzten Spieltag. Für Hertha wäre das eine perfekte Parallelgeschichte. Aber dafür muss am besten wie damals Ottos Heimdebüt heute gewonnen werden. Aber schließlich und endlich müssen die Spieler das auf dem Platz zeigen. Und da müssen sie eine ganz, ganz, ganz andere Einstellung haben in den letzten Spielen jetzt.